Hi Fans, ich habe doch gesagt, ich nehme euch immer mal auf eine Baustelle mit. Wir machen mal so einen Zwischenstopp. Als ich letzte Mal die Tür aufgemacht habe, wisst ihr noch, da haben die Bude ganz ausgeräumt gehabt. Ist noch nicht fertig, aber wir können ja mal gucken gehen. Komm mal einfach mit. Das ist ja klar, wenn die Handwerker alle hier so sitzen, dann kann das ja gar nicht fertig werden, ne? Wahrscheinlich bohren die den ganzen Tag hier immer in der Nase. Da habe ich sie ja gut alle erwischt beim Nicht-Arbeiten, aber wir können ja trotzdem mal gucken gehen. Habt ihr eigentlich keinen Bock zum Arbeiten, oder was? Nö, Chef. Heute nicht. Irgendwie soll es nicht. Heute ist schlecht. Heute nicht. Ja, komm, geh weg, bevor ich mich noch ärgere. Also Licht brennt, also wenigstens der Stromzähler arbeitet, hier ist also Verbrauch. Die Wand ist also jetzt schon fertig gefliest, hier kommt die ganze Küche hin, Steckdosen und sowas ist schon dran. Ganz wichtig, unser Stromverteilerkasten, der ist auch schon fertig. Da sagt jeder, was ist denn so ein Stromkasten? Ja, aber den haben wir hier zusammengebaut, hier montiert. Also hier war gar kein Loch drin, das haben wir also hier reingemacht, weil hier kommt jetzt die Vorbereitungsküche hin, damit demnächst dann hier auch alles schön vorbereitet wird. Denn dann soll ich auch demnächst richtig lecker Mittagessen geben. Ja, und hier ist dann natürlich für die Geschäftsführung von der Bude, die werden hier mit 5 Mitarbeitern arbeiten insgesamt. Die müssen ja auch mal einen Pausenraum haben, Aufenthaltsraum, kleines Büro haben. Das gehört natürlich auch dazu. Riecht hier ein bisschen nach Farbe, könnt ihr jetzt nicht riechen. Die Heizkörper sind gestrichen worden, hier die Wand ist auch schon fertig. Die war immer so ein bisschen feucht, die haben wir isoliert. Können wir also hier die Wand, können wir sehen, hier ist noch die Isolierung drauf. Da hier ja Küche ist, wird hier natürlich auch gefliest. Fenster werden natürlich noch geputzt, also wir sind voll dran. Also diese Konstruktion hier, das ist Wärmerückgewinnung. Und gleichzeitig sind hier die Paletten, die hier oben alle stehen. Das ist alles für die Luftreinigung, für die Entlüftung, damit alles, was aus der Pommesbude hochgeht und beim Kochen passiert, alles oben übers Dach das Haus verlässt. Natürlich ist da ein ordentlicher Filter dabei, nicht nur ein Ölabscheider. Eine Wärmerückgewinnungsanlage ist da drin. Das kommt jetzt alle. Da ganz oben, wenn ihr mal da ganz oben auf das Dach guckt, auf den Übergang zum Bürohaus, da kommt die Anlage jetzt die nächsten 2-3 Tage drauf. Kleine Mauer steht schon, so passt das nach oben rüber. Und wenn das da drin ist, wird das zugebaut und dann gibt es nur noch von der Seite eine Arbeitsklappe. Und dann ist hier natürlich aufgeräumt, dahinter stehen schon alle Teile für die Fußbodenheizung. Denn wenn ihr demnächst hier sitzt, habt ihr immer schöne warme Füße. Wir werden hier eine Fußbodenheizung reinmachen. Ich habe ja abgeschlossen, weil die sonst immer weglaufen. Dann arbeiten die nie. Wir gucken mal, ob die jetzt arbeiten. Jo, André telefoniert schon wieder. Das hat nichts mit Arbeiten zu tun. Der Daniel steht da hinten am Horizont und wartet, dass der Tag umgeht. Wisst ihr, ihr schreibt immer, und dann geht halt weiter auf der Baustelle? Frage ich mich auch. Frage ich mich ehrlich auch. Komm, wir gehen mal rein. Das hatten sie hier schon. Das sieht ganz schick aus. Moin, André. Moin. Ich wollte mal gucken, ob ihr arbeitet. Ja, sieht gut aus, oder? Ich hab gerade was in der Hand. Ein Rohr. Ein Telefon. Als ich gerade reinkam, ein Telefon und wieder Privatgespräche. Ja, da kannte ich ja nichts gegen machen, ja. Ach so. Bruder angerufen. Und wofür sind hier die Striche auf dem Boden? Ja, das ist dafür da, dass man so als Orientierung für das Rohr
wo man lang geht, dass man ungefähr den gleichen Abstand hat. Und wofür sind die Pfeile? Damit das Wasser später weiß, in welche Richtung dann muss? Korrekt. Ganz einfacher Trick. Das wird die Fußbodenheizung in unserem Imbiss. Ihr wisst doch, wir bauen an den Imbiss. André, draußen vor der Tür, da stehen so ganz große, viereckige Rohre. Haben Sie die schon gesehen? Ja, das ist das neue Wohnzimmer von unserem Elektriker. Der passt da ganz locker rein. Nein, das ist die Abluft. Ja, weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, als wir die gekriegt haben. Da müssen wir mal da oben hingucken. Hier ist ja das Bistro, wir haben die Wände jetzt schon fertig gefliest und da ganz oben drauf, da ist die B- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, dass natürlich hier unser Bistro ganz umweltfreundlich wird. Das ist natürlich ziemlich wichtig. Das ist ja jetzt viel, viel größer als die alte Pommesbude. Das wird hier jetzt so ein richtiges Bistro. Und hier haben wir dann auch schon die Vorbereitungsküche. Also jetzt noch nicht, ist noch nicht ganz fertig, sieht man. Aber ist schon gefliest, Steckdosen sind drauf, Schalter, alles drin, alles vorher ausgemessen. Die Heizkörper hier sind schon gestrichen, die kommen ja demnächst wieder dran. Hier haben wir auch schon ein Türchen drin. Da ist für die Ab- und B-Lüftungsanlage sind da auch schon so ein paar Dinger. Jetzt macht er schon wieder Striche auf der Erde, das wird nichts. Und ich hatte mir überlegt, wir machen hier, damit wir die dicken Heizkörper für den großen Raum weg haben und noch ein paar Stühle mehr hinstellen kann, machen wir eine Fußbodenheizung. Und so selber weiß ich, dass wenn einmal so ganz kalt so schubbelig ist und in so einem Bistro oder Pommesbude oder egal in welchem Lokal man sitzt, da geht ja ewig die Tür auf und dann ist das immer frisch. Dann hilft mir die Heizung an der Wand überhaupt nicht, weil die Wärme geht dann von der Wand hoch und ist weg. Und wenn man warme Füße hat, dann ist das alles nicht so schlimm. Und da habe ich gedacht, da investiere ich für euch, dass ihr warme Füße habt, wenn das demnächst hier wieder losgeht. Dauert noch einen Augenblick. Also wenn ich die da so sehe, wie schnell das geht, dann denke ich auch, das dauert 2 oder 3 oder 4 Augenblicke. Hallo André, alles gut? Ja, ich wollte gut aussehen. Was? Habe ich nicht verstanden. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, gibt manche Sachen, die will man als Chef nicht so verstehen. Jetzt haben wir erstmal hier ein bisschen geguckt. Wenn das fertig ist, kommt der Estrich drauf, dann gucken wir gleich weiter. Kommt. Ach, da geht schon wieder sein Telefon. Ich glaube, das wird nichts. So kommen wir da überhaupt nicht weiter. Ich gehe jetzt wieder, ich komme wieder rein, wenn die den Estrich hier drauf schmieren. Vielleicht ist er dann ja auch fertig. Ist schon drin, die wartet auf uns, da ist alles fertig. Ich komme da hin, das glaube ich ja mal überhaupt nicht. Okay, ich komme. Die Pommesbude ist schon fertig, aber da ist gar keine Pommesbude mehr. Die haben da umgebaut, ja komm mal mit. Wie, ist da keine Baustelle mehr? Nee, das soll fertig sein. Ja, dann gehen wir mal gucken, ne? War jetzt bin auch ich ja mal gespannt. Ein paar Tage war ich gar nicht mehr gucken. Also hier ist, hier hängen Fähnchen. Da bin ich ja jetzt aber wirklich gespannt. Ach du je, das ist ja ganz anders. Wow, das sieht ja geil aus. Die Senada ist auch schon da. Wer ist denn die Senada? Ja, da hinten steht sie. Ja, guck mal, die Senada. Die thront da. Guten Morgen. Guten. Ihr seid zu spät dran, ich habe schon 2 Gläschen Sekt getrunken. Oh,
Oh. Dann wird ja Zeit, dass wir auch was abkriegen, ne? Da haben wir eine gute Pächterin, die ist schon mal wenigstens trinkfest. Zur Eröffnung. Oh, danke schön, das ist aber sehr nett. Und was ist das? Ein bisschen zum Auffrischen in der Früh, dass wir den Tag überstehen können. Und heute macht ihr auf? Ja, habe ich sehr lange drauf gewartet. Ja, wir auch. Wir haben ja auch Zeit, ne? Das wird aber auch wirklich Zeit. Ja. Bevor wir Sekt trinken, zeige ich euch nochmal, worauf wir Sekt trinken. Dekorationstische, Stühle habt ihr noch nicht gesehen. Die ganze Einrichtung, was gibt es denn jetzt? Hähnchen sehe ich da vorne, gibt es auch. Fertiges Mittagessen haben wir auch. Selbst gekocht. Aber keine Angst, nicht von mir gekocht. Ne? Gott sei Dank. Ich sitze in der Küche übrigens immer an der anderen Seite vom Tisch, da wo gegessen wird. Dann mit der Zubereitung, das kriege ich nicht hin. Und hier vorne ist natürlich noch, wir haben jetzt doppelt so viele Stühle eigentlich, als wir früher hatten, aber jetzt bei Corona noch nicht. Aber das hört ja jetzt auf, dann wachsen hier Tische und Stühle noch dabei. Wir haben hier noch eine kleine Vorbereitungsküche. Da macht es auch Mittagessen und eine Suppe gibt es da auch. Und die Pommesbude hatte ja vorher nur so ein ganz kleines Sortiment. Und die Senada hat gesagt, die machen ein ganz großes Sortiment, da geht ganz viel abwechslungsreich. Da hinten haben wir auch noch ein Zimmer, da steht Büro dran. Das sieht ja alles hier ist toll aus. Und was hier alle an Maschinen gibt, das ist ja viel, viel mehr. Ach, hier können wir mal so ein paar, können wir schon sehen hier. Gemüse, also für die, die da nicht so Hähnchen und Fleisch, da haben wir auch ganz viel Gemüse zur Auswahl und alles. Super klasse. Senada, Sie wollen Sekt ausgeben? Ja, sehr gerne. So, und was wir jetzt hier haben, ne? Ihr könnt hier bei uns fast alles kriegen. Nur den Sekt nicht, den trinken wir jetzt. Prost, Senada, auf einen guten Erfolg, auf einen guten Geschäftsverlauf. Für euch auf einen noch schöneren Besuch hier, denn ihr könnt hier richtig in den Stühlen, in den Sesseln relaxen. Das ist immer toll. Zurzajak ist noch eine Nummer besser geworden. Nicht mehr 5 Sterne, 6 Sterne Zurzajak. Prost! Ja, jetzt kann der Tag beginnen.